Moin Moin und hallo, willkommen zur 40. Ausgabe des Spieletagebuchs für Project Cars. Ich zeige euch heute die Versionsnummer 494 und es hat sich so einiges getan. Zum einen gibt es neue Schalt- und Backfire-Geräusche, werden wir dann gleich sehen bzw. hören. Es gibt neue Fotos und Logos, Fotos den Ladescreen betreffend. Ich werde euch jetzt nicht jeden neuen Ladescreen zeigen, sondern das wird man dann im Laufe der weiteren Folgen sehen, dass sich das hier und da vielleicht mal geändert hat. Es gibt kleinere Sachen wie eine neue Tagesbeleuchtung, die man jetzt nicht unbedingt sofort sieht, die das Ganze aber etwas realistischer aussehen lassen soll. Das wichtigste Update ist, dass man Steam integriert hat. Toll, ne? Nein, das ist natürlich nicht das wichtigste Update. Aber man hat die erste Version von Steamworks in das Spiel integriert oder in den Code integriert. Also das Spiel wird bei Erscheinen auf Steam als Kopierschutz setzen. Und im Laufe der Entwicklung wird es auch so sein, dass die Leute, die jetzt schon spielen können, peu à peu bekommen sie ihre Steam-Codes, dass sie da das Spiel jetzt schon da freischalten können. Das wird allerdings nicht sofort passieren, sondern ja, es ist ja Stückwerk momentan noch Project Cars. Die Leute haben, glaube ich, noch anderes zu tun, als uns jetzt irgendwelche Steam-Codes zukommen zu lassen. Also sie sollen erstmal in Ruhe an dem Spiel bauen und sich darum dann kümmern, wenn die Zeit reif dafür ist. Momentan können wir es ja so spielen. Ich habe kein Problem damit, auf Steam zu verzichten, solange das Spiel noch nicht draußen ist. So, jetzt schauen wir uns das Wichtigste an, was passiert ist. Nämlich, es gibt eine neue Strecke. Die, ihr habt es vielleicht bei P1TV schon gesehen, Fort Felix heißt. Diese Strecke hat man jetzt umbenannt. Und zwar, der Name steht hier oben. Noch ohne Logo. Das Fort Felix Logo hat man wieder entfernt. Und hier oben, da steht der neue Name. Ich verzichte jetzt darauf, ihn auszusprechen, weil das geht wahrscheinlich in die Hose. Also lasse ich es einfach. Und diese neue Strecke gibt es in drei verschiedenen Streckenführungen. P1TV, da gab es momentan nur das, was euch da gezeigt wurde, weil es noch keine anderen Versionen gab. Jetzt wurde die Version 2 und 3 hinzugefügt. Und die schauen wir uns doch mal an. So, was gibt es noch Neues? Es gibt ein neues Pausemenü. Das sind so Kleinigkeiten. Es gibt neue Slider, also diese kleinen Sachen, wo man im Gameplay-Screen Sachen hin und her stellt. Da wurde der Slider verändert. Kleinigkeiten. Das neue Pausemenü sieht jetzt so aus. Angelehnt etwas mehr an das Hauptmenü. Und hier sieht man auch einen Setup. Hier sieht man das Setup. So, man kann also das Setup irgendwann mal auch hier während der Fahrt einstellen. Das finde ich eigentlich ganz cool, denn ich wollte. Es gibt da noch ein Rennen mit einem BMW M3. Und für dieses Rennen muss ich am Setup ein bisschen was ändern, damit er fahrbarer wird. Und das ist natürlich ein bisschen nervig, weil du musst ja immer, du änderst etwas, dann fährst du und sagst du, ja, das war eigentlich Mist, dann gehst du wieder raus, stellst wieder am Setup etwas ein, gehst wieder ins Spiel, probierst wieder, sagst, ja, das war jetzt besser, kann ich so lassen, gehst wieder raus, stellst das nächste ein. Und so ist es natürlich viel einfacher, dass man das dann, während man auf der Strecke ist, ändern kann. So, und wir fahren mit dem Capri jetzt mal
ich sagen, Ohren auf und ich halte mal die Klappe wegen der neuen Schaltgeräusche. So, ich hoffe, man hat es gut hören können. Und zum Wagen selber vielleicht. Klingt auch sehr schön, sehr biestig. War, als er in dieser Version, so wie er jetzt ist, rauskam, ich bin viel zu schnell in der Boxengasse, auch furchtbar beliebt. Also als der Capri kam an diesem Tag, also in dieser veränderten Form, so wie ihr ihn jetzt seht, war er für mich gefühlt online sehr beliebt. Also es gab viele Online-Rennen plötzlich mit dem Capri, weil sie ihn alle wahrscheinlich vom, ja, von der Audioqualität plötzlich ja so super fanden. So, und Ford, ich nenne die Strecke einfach weiterhin Ford Felix, weil sich das geht besser über die Lippen als dieses komische neue Ding da. So, und das ist halt, ja, eine ältere Strecke. So, und hier an der Stelle halte ich mal an, denn wenn man jetzt rechts abbiegt, was ja jetzt in dieser Streckenvariation nicht geht, kommt man auf den Streckenverlauf 1, wo man hier lang fährt und dann geht's hier über diese Brücke und hier wieder hoch. Und das ist auch nur im Streckenverlauf 1 so. So, fährt hier oben an dieser Kirche dann vorbei, beziehungsweise hier komme ich ja dann auch wieder raus. So, hier oben geht es dann einmal rechts rum und dann wieder runter ins Tal. Das wirkt. Das wirkt gegenüber dem Rest der Strecke noch sehr unfertig. Ich gehe nochmal raus. Also, der Rest der Strecke ist ja wirklich hier. Da hat man halt überall Bäume und sonstiges. Und hier der Teil der neuen Streckenverläufe wirkt halt momentan sehr schnell dazu gebastelt, ohne hier noch mehr zu machen. Also das ist ja hier vorne der Streckenverlauf 1, so wie er ursprünglich letzte Woche noch im Spiel war. Da hat man halt noch Bäume und hier hinten, da gibt es halt gar nichts momentan. Und ja, für mich geht es jetzt hier links rum. Und der andere Streckenverlauf wäre folgender, dass man halt hier geradeaus weiterfährt. Hier einbiegt wieder auf das Stück vom ersten Streckenverlauf. Und dann aber hier auch wieder abbiegt. Und hier gleich runter ins Tal fährt. So, also ich komme ja an dieser Stelle wieder raus, kurz vor dieser alten Kirche. Und hier würde der andere Streckenverlauf.
Streckenverlauf herauskommen. So, ich zeige euch noch eben die neue Helmansicht, bei der alles, was sich nicht direkt im Blickfeld befindet, leicht unscharf wird. Man sieht es an den Cockpit-Anzeigen. Also je schneller man wird, desto unschärfer wird das Ganze. Auch der Rückspiegel jetzt, das wird alles unscharf, weil das bei höheren Geschwindigkeiten natürlich nicht das ist, worauf sich der Fahrer nun unbedingt konzentriert. Finde ich echt einen sehr, sehr schicken Effekt. Und bevor jetzt jemand schreibt, natürlich konzentriert sich der Fahrer auch bei hohen Geschwindigkeiten hin und wieder auf den Rückspiegel. Also das sollte jetzt nicht die Aussage von mir sein, der guckt nie in den Rückspiegel, selbst wenn er schnell fährt. So, diese Ansicht werdet ihr dann auch gleich im folgenden Rennen sehen, denn das soll es erstmal wieder gewesen sein mit dem Spieltagebuch, mit der 40. Ausgabe. Es folgt ein Rennen passend zur Formel 1, die ja das nächste Rennen auf der Strecke von Silverstone fährt. Und auf eben dieser Strecke bin ich ein kleines Rennen gefahren. 3 Runden mit dem BMW M3 GT, der auch wunderschön klingt. Und dieses Rennen könnt ihr euch einmal so anschauen, wie ich es gefahren bin. Oder am Anfang des Rennens werde ich noch einen kleinen Link einfügen, dass ihr euch das Rennen anschauen könnt aus der Replay-Funktion raus. Wie das also ausschaut, ja, wie im Fernsehen, könnte man sagen. Die 2 Varianten wird es für euch geben. Die normale, wie gehabt, folgt einfach dem Video, schaut es euch zu Ende an. Die Replay-Variante, klickt den Link an. Das war's von mir. Bis zur 41. Ausgabe sage ich euch viel Spaß beim Spielen. Tschüss.